Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal haben wir hier mal endlich den Dromadars ein schöneres bzw. größeres Gehege gebaut. Endlich artgerechte Haltung, wobei artgerechte Haltung immer so ein bisschen schwierig ist. Und es hatte jemand geschrieben, dass es vielleicht auch ganz gut wäre, diese Schlafzellen, die Unterkünfte, die Animal Sheds, dass wir die hier auf diese Seite stellen, damit sie ein bisschen weiter weg von dem, von der Barrikade sind, denn dann sind hoffentlich zumindest die Gegner niemals auf unsere Tiere geil. Wir werden natürlich hier an der Stelle auch nochmal... Moment, hier werden Bäume gefällt. Achso, ja gut. Das ist sogar fast richtig, aber wieso, ich verstehe noch mal nicht, wieso die so gepflanzt werden. Und nicht anders. Hier müssen wir, glaube ich, nochmal umbauen. Naja, ja. Das sollte dann ganz gut helfen. Hier haben wir übrigens ein Problem. Sehe ich gerade. Hier haben wir einfach massig freie Fläche. Die darf so nicht sein. Weil hier sonst ein Spawn entsteht, ne? Warte mal, wir haben hier, haben wir das, warte mal, hier kurz mal, ja, wir platzieren hier gleich mal neu die Unterkünfte unserer Dromadars und dann werden wir mal hier auf der anderen Seite und zwar, das wäre dann auch hier, ne, ja, kopieren, hier, ziehen wir einmal bis wohin durch. 25, glaube ich, waren es, ne? Müsste passen. So, dafür haben wir zwar das Zement momentan, den Zement momentan nicht, aber so halten wir sie schon mal von der Mauer fern. Die müssten dann, eigentlich müssten die Viecher dann immer hier rumlaufen, ne? Also hier, die werden jetzt nicht hier reinlaufen, die nehmen ja immer direkt die direkten Wege. Heißt, selbst wenn sie mal von da nach hier laufen sollten, was eigentlich keinen Sinn macht, dann würden sie immer auf einer gewissen Distanz hier laufen. So, wir werden einmal hier das Feld einmal ausdehnen. Soweit es denn eben geht. Aus eben genanntem Grund. Wir haben nämlich sonst massive Probleme mit den Spawns. Bin ich mir ganz sicher. Dass hier dann sehr bald etwas unmittelbar neben unserer Mauer spawnen würde. Und das wollen wir natürlich nicht. Feld entfernen. Hier das Feld. Warte mal, wie groß ist das denn? Lassen wir erstmal. Wenn wir hier. Ich frage mich auch, ob wir das vielleicht sogar pflanzen lassen sollten. Einfach so für den Notfall. Für die Notfallholzversorgung. Achso, ihr wird sogar gepflanzt. Na gut, dann macht das von mir aus. Da verrottet wieder einiges. Irgendwas. Momentan läuft hier gerade wieder was nicht so richtig. So, einmal hier. Das ist klar. Weil wir einfach viel zu viel Getreide haben. Das ist logisch. Warte mal. Wieso haben wir denn überhaupt? Wieso ist denn das überhaupt noch? Achso, es wird einfach nicht mehr angepflanzt. Ja, gut, okay. Ja, von mir aus. Ja, okay. Dann machen wir das so. Und ich würde hier, glaube ich. Hier denke ich, hier könnten wir dann einmal ein bisschen Getreidegras pflanzen. Machen wir das mal so. Bis hier. Hier ganz genauso. Bis da. Und dann gucken wir mal, was hier aus diesem, aus dieser Ecke wohl wird. Ob es zu guter Letzt kacke aussieht oder in Ordnung. Schauen wir mal. Ja, dann machen wir hier mal ein bisschen Getreidegras. Wir lassen das auch immer ernten. Wir nutzen einfach das hier auch gleichzeitig für die Ernte. So machen wir das. So, ja. Gut. Dann, hier die Mauer wird gebaut. Hier werden 50 Milliarden Palmen angepflanzt.
Und hier würde ich ganz gerne einmal Folgendes tun. Und zwar musst du einmal bitte hier hin. Erstmal zumindest. Dass sie so abgerissen werden. Ach so, die werden alle schlecht. Jetzt verstehe ich. Ja gut, Futter haben sie ja für im Notfall hier auch über das Gras, ne? So, du fällst jetzt hier alles. Ja, das ist schlecht hier. Hier ist richtig. Rest hier passt halt gar nicht, ne? Warte mal. Verkleinern. Also. Es wäre hier. Hier wäre eine Palme. Da wäre eine Palme. Oder wir fangen mal an, hier zu verkleinern. So, so, so. So, bis da. Gut. Und dann müssen wir nochmal verkleinern. Und zwar hier, hier, hier. Bis da. So. Auch gut. Jetzt können wir hier eine Palme hinsetzen. Und hier eine Palme hinsetzen. Und hier können wir auch ein paar Palme hinsetzen. Und zwar so. Und dann wenn wir jetzt hier noch einen hinsetzen, dann müssten jetzt eigentlich die weggenommen werden. Und hier, wenn ich mich nicht täusche. Eigentlich müsste das, wir gucken einfach mal. Das wird schon irgendwie passen. Das wird schon irgendwie passen. So, hier kopieren wir einmal. Nehmen wir das hier einmal raus. Das geht nicht. Hier können wir es auch nicht. Ach nee, das ist ja jetzt kacke. Wegen des Feldes. Wir könnten natürlich das Feld auch noch ein bisschen anders platzieren und... Jupp. Machen wir. Oh, ja, so. Dann einmal hier kopieren. So. Einmal hier. Und nochmal das gleiche daneben. Direkt nebenan. Ach, guck mal, die verbinden sich sogar, kann das sein? So, und dann platzieren wir euch alle einmal hier. So. Und das hier kann also wieder abgerissen werden. Abreißen. Abreißen. Auch abreißen. Hier nochmal abreißen. Und hier ziehen wir den Zaun einmal komplett durch. Nee, war gar nicht so schlau, glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Warte mal. Ah doch, ja, doch, ja, ja, doch. Für erstmal. Erstmal ist es okay. Mensch, also ich glaube, so gut oder zu guter Letzt werden sie sich doch ganz wohl fühlen hier, die Tierchen, oder? Hoffe ich. Können wir hier? Geht das? Passt hier noch was? Nee, da passt leider nichts. Na gut. Ja, aber hier wächst ja zumindest ein bisschen Gras jetzt, ne? Außerhalb des Felds, mal gucken. So. Das sieht doch alles ganz gut aus hier. Dann könnten wir hier dich erstmal hierhin bappen. Notsignal. Aha. Notsignal, kennen, auf geht's. Gib alles. Wo ist es? wir haben einfach so viel, ne? Wir müssen Ken wirklich konstant fliegen lassen. Wir könnten auch zwei nehmen, ja, ich weiß, wir könnten einen zweiten Ballon einfach bauen, aber ich möchte nicht alle unsere Survivor die ganze Zeit unterwegs haben. Das reicht schon, wenn Ken das alleine macht. Oder eben immer mal jemand. So, dann, genau, hier wollte ich ganz gerne auch noch einmal die Felder auch nochmal alle wegnehmen, ne? Ja, ich würde sagen, die nehmen wir auch alle weg. Ups. Weg damit. Ja, weg damit. Machen wir es wie auf der anderen Seite. Versuchen es zumindest. Hier ist natürlich alles ein bisschen durch Asteroiden, Meteoriten zerbombt. Aber wir kriegen das mit Sicherheit hin.
So. Und hier. Und da. Jo. Da verrottet wieder einiges, aber ich glaube, dass... Achso, jetzt wieder nicht mehr, ne? Ist aber ganz gut. Nachts gefriert das dann immer kurz und dann... Weiß ich auch nicht. Wird's wieder... Besser. Wieder gesünder. Wieder... Auf jeden Fall funktioniert es dann irgendwie wieder. Die Dinge, die sonst eigentlich schlecht werden würden. So, machen wir erstmal bis hier. So, und dann... 1, 2, 3... Ah! Wieder jemand gestorben, verdammte Axt. Wir kriegen halt keinen weiteren Survivor dazu, ne? Verdammte Axt. So, warte mal, wie haben wir es denn hier gemacht? Hier haben wir bis zwei dahinter. Warte mal, dann ist das ja quasi, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müssten wir so, so und hier auch. Zack. Ja, genau. Also es ist schon die gleiche Distanz, das ist richtig. Hier setzen wir noch eine hin und dann machen wir hier noch eine. Aber jetzt ist es eben ein Feld. Das ist schon mal besser. Dann könnten wir... Ja, die vier, die hätten wir hier lassen können. Naja, aber jetzt ist es zumindest, wie gesagt, das ist jetzt alles ein Feld. Und jetzt ziehen wir hier, wenn es denn geht, einmal diese Büsche. Lang. Warte mal, da müssen wir hier erstmal ein bisschen die Zäune... Zäune entfernen, Holzzaun abreißen, hier ganz genauso, Holzzaun, Holztor, alles weg, Holzzauntor, weg damit, aber hier muss nochmal fertig gebaut werden, Leute, Racker, bau mal schnell den Holzzaun fertig. Genauso, top. Gut, da reißt jetzt alles ab. Das ist schön. Dann kann der Zaun hier auch weg, wenn ich mich nicht... Fertur. Holzzaun abreißen. Holzzaun abreißen. Das hier wäre auch ganz geil, wenn es mal sich darum gekümmert werden würde. Aber wir haben wieder das gleiche Problem wie immer. Wird einfach nicht leer gemacht. Und deswegen kann es nicht abgerissen werden. Na, vielleicht doch. Nein, jetzt wird sich erstmal um die Zäune gekümmert. Ganz offensichtlich. Okay, cool. So, hier haben wir jetzt. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Ist das, passt das zufällig hier so? So und nein, es passt natürlich nicht. Ist ja wohl klar. Dann müssen wir das jetzt anders machen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Palmstreuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre bis hier. Dann können hier noch 1, 2 ran und hier drüben können auch noch 1, 2 ran. Und dann haben wir jetzt drei dazwischen frei. Gleiches gilt auch hier. 1, 2. Und hier machen wir das genauso. Einmal die Palmen komplett durchziehen. Hier könnten wir dann theoretisch auch besser das Tor hinsetzen, ne? So in der Mitte. In der Mitte. Kopieren wir uns also einmal dieses Tor, setzen es... Ne. Ne. Das ist ja jetzt, also das ist ja jetzt, ja gut, da kann man dann aber auch nichts machen, ne? Da kann man dann halt auch nichts machen, Leute. Dann ist das so. Leute, jetzt ist das so.
Jetzt ist das eben so. Verdammt. So, und wieso hier jetzt einfach die Kacke nicht eingesammelt wird, das weiß ich noch immer nicht. Ich weiß es nicht. Wir könnten natürlich hier... Wie sieht's denn hier aus? Jetzt können wir da... Nein, können wir nicht. Können wir doch? Können wir? Bin mir unsicher. Können wir? Also, eigentlich müssten wir ja doch, wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten wir hier in der Theorie die Kacke platzieren können, ne? Kommen dann die Kamele da noch ran an ihr? Ich hoffe mal. So, dann schmeißen wir hier einfach, wo ist denn die Kacke überhaupt drin? Materialien zum Herstellen. So, da soll mal nur die Kacke gesammelt werden, weil hat auch jemand die Theorie angedeutet, dass es eventuell daran liegt, dass wir kein passendes Lager haben. Aber ehrlich gesagt, also wir haben auf jeden Fall Lager dafür. Hundertprozentig. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel wem auch immer sage, er oder sie soll doch mal bitte die Kacke einsammeln, dann wird die Kacke halt auch eingesammelt, ne? Zum Beispiel Carter. Carter, sammel doch mal bitte die Kacke ein. Dann macht er das auch. Na, guck mal. Sehr schön. So, der sammelt jetzt die Kacke ein und bringt die tatsächlich sogar irgendwo hin. Und zwar... Mal gucken. Oh, schön. Ja, Kacke im Schlafzimmer, ne? Das ist doch herrlich. Hups, Ja, also. Soll sich mal nicht so haben. warte mal, hier müssen wir kurz mal eben hier, jetzt müssen wir mal eben kurz, hier, das kommt mal raus. Rohlebensmittel? Sonstiges? Weg damit, weg damit. Waffen auch weg, nur Heilmittel. Wir kopieren mal gerade und nicht, dass dann plötzlich angefangen wird. Hier irgendwie. Die Kacke einzulagern. So, ja, jetzt sollte es passen. Hoffe ich. So, hier wird auch fertig gebaut, sehr schön. Aber noch geiler wäre halt... Ach so, erstmal können wir das hier mal eben schließen. Wer ist denn da? Wer bist du? Ken. Hier, komm, Ken. Mach bitte kurz die Tür zu. Danke. Und dann kannst du bitte auch noch direkt hier die Tür zu machen. Denn wir haben gerade einen Angriff. So, es ist ein winziger Angriff. Nichts ist los. Sollte kein großartiges Problem sein. Können wir euch alle schon mal mitnehmen. Kommt mal her. Stellt euch direkt mal hier unten hin. Kommen ja keine Flugviecher. Gut. Kann es losgehen. Ich habe gesagt, es kann losgehen. Mann, das sind aber, also, wie viel haben wir denn hier in Summe? Ach, guck mal, 250, ja, 300. Ich schieße euch tot. Gut, dann können wir wenigstens wieder schön viel Insektenfleisch hier einsammeln, sehr schön. Das werden wir dann auch gleich mal tun. So, damit euch nicht langweilig wird, gehen wir ein Stückchen hin und her. So. So, dann kommt mal her, Jungs. Dann schauen wir mal. Die werden hier auf jeden Fall erstmal festgehalten.
Diese Fallen müssen wir uns halt noch überall mal platzieren. Na, auch hier so und so müssen wir alles nochmal komplett voll machen mit Fallen. Letzten Endes kann man auch einfach mehr bauen, als man eigentlich braucht. Wow. Das, wow. Freunde, hör auf damit. Spiel, lass das. Hey, 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 was ist hier los? Habe ich das Spiel jetzt echt überlastet? Lass das. Hör auf damit. Komm, du schaffst es. Fang dich nochmal. Glaub an dich. Vielleicht, eventuell, ist das Spiel abgeschmiert. Jupp. Moment. So, da sind wir wieder. Am gleichen Ort, gleiche Stelle, gleiche Welle. Gucken wir mal, ob es diesmal klappt. Hoffentlich passiert das jetzt nicht nochmal. Gut, ist halt in der Entwicklung. Wer weiß, woran es lag. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir diesmal auch ein kleineres Problem. Vielleicht läuft es diesmal durch. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Gut, sind aber am gleichen Stand, ne? Wir hatten natürlich jetzt, die Speicherung fand natürlich nicht hier statt. Ich habe kurz nochmal eben, waren jetzt, was weiß ich, eine Minute oder sowas, hier die Tore nochmal fertig gebaut. Aber das musste die ja nicht unbedingt nochmal sehen. So, also bisher funktioniert's. Sieht ganz gut aus. Ja. Nochmal keine Probleme. So, und jetzt ungefähr fand dann der Crash statt, ne? Ja. Aber noch läuft's. Ja, ja, die kommen da eindeutig nicht durch. Doch, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie tatsächlich durch, aber... Da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Habt ihr überhaupt jetzt hier die ganze Zeit? Ja, habt ihr. Aber, oh, nee, hier ist null, siehst du? Aha, ihr seid nämlich leer, Freunde. Deswegen sind ihr plötzlich durchgebrochen. Daran lag's. So, warte mal, was gibt denn hier wie viel Fleisch? Ihr gebt 40. Und ihr gebt 25. Also nehmen wir nur die Glatsches mit. Schlachten. Freigeben, zack. Sehr schön. Wie viel Insektenfleisch haben wir denn aktuell? Ach, siehst du gar nichts mehr? Beziehungsweise verdammt wenig. Ja, warte mal. Wer ist denn gerade hier? Carter? Carter war hier. Carter sagt, er macht jetzt erstmal hier ein bisschen. Du schlachtest mal hier bitte. Ken schlachtet mal. Oh, 25 kann ich ihm in Auftrag geben? Ja, geil, ey. Das ging ja in letzter Zeit irgendwie mal nicht. Die haben immer nur 5 geschlachtet, aber er kann jetzt tatsächlich 25 schlachten. Schön. Dann leg ich mal los. Nehmt mal hier schön alles auseinander. Wir brauchen das ganze Fleisch. Einiges ist beschädigt. Gut, okay. Aber kein Problem. Dann können wir hier nochmal eben dieses Feld ausdehnen. Hä? Warte mal, was? Hä? Ach so. Ja, ist natürlich doof hier, ne? Das geht so nicht. Feld entfernen. Und dann fangen wir von hier nämlich an. Wo haben wir es denn? Hier, Klingengras. Hier, wir fangen von hier an. So. In etwa. So. So machen wir das. Gut, dann haben wir hier einfach nichts angepflanzt. Schade, dass es nicht genau passt hier. Aber, ja, was soll's. Was soll's. Man kann ja einfach nicht alles haben, ne?
Und dann würden diese würden einmal hier so langfügen. Und zwar so. So. Und dann würden diese hier so. Problem ist, hier wird es ja auch nicht passen, ne? Nee, hier passt das auch nicht. Das ist natürlich schlecht. Möchte ich meinen. Heißt, die Mitte, die wäre wieder hier, ne? Müssen also hier einmal ein bisschen verkleinern. Das machen wir nochmal eben schnell. Zack, zack, zack. Bis nach hier. Und noch das eine weg. Zack. Und dann hier einmal vergrößern. Bis nach dort. Ist das richtig? Das ist richtig. Das war jetzt doof hier mit dem. Wir könnten dann das auch eher dahin stellen und das eher dahin. Wir lassen es jetzt aber erstmal so, wie es ist. Würde ich vorschlagen. Ja. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Hier können wir das Ganze nochmal eben vergrößern, damit ich es nicht vergesse. Kopieren. Bis hier. Bis dort. Und bis da. Gut. Also. Die Zäune müssen wir natürlich auch noch abreißen. Holzzaun abreißen. Abreißen. So, weg damit. Dann können wir, warte mal, ach ja, das ist nach dem Crash haben wir die Kacke eingesammelt, ne? Warte mal, haben wir das? Ah, Mist. Das war auch nach dem Crash. Vor dem Crash. Dann machen wir nochmal schnell hier. Entkacken wir mal die Schlafzimmer. So. Gut. Schluss für heute. Vielen Dank fürs dabei sein. Dankeschön für eure Likes und Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn Staffel 2. Tschüssi.